Ich habe vorhin beim Kampf gegen Rades festgestellt, dass ich heute nicht in Topform bin, was die Konzentration angeht. Ich habe auch nicht so gut geschlafen, ehrlich gesagt. Aber ich werde mal trotzdem noch ein bisschen aufnehmen. Schlimmstenfalls versuche ich nicht ganz so viel zu reden. So. Cordovan befindet sich... Nein, du hast da etwas verpasst. Die Gefahr ist vorbei. Hat nämlich mit den Steckern zu tun. Ich möchte die Stecker hinten nicht ein- und ausstöpseln, nur für eine 20-Minuten-Folge. Das soll sich dann schon lohnen. So, wisst ihr alle schon noch die Neuigkeiten? Willkommen daheim, Seelan. Ein paar von euch wissen das doch sicher. Haben noch neue Texte. Du zum Beispiel. Du hast nicht gewonnen. Ich kann nicht glauben, dass es jemanden gibt, der noch stärker ist. Ja, den Text hätte ich zum Beispiel verpasst, wenn ich ihn mir nicht abgeholt hätte. Wer kann nur so stark sein und Cordovan ganz alleine zerstören? Wer nur verfügt über solche Kräfte? Wer? Wieso erzählen wir es dem alten Mann nicht? Da muss er sich nicht mehr fragen. König! Wie sah die Kreatur aus? Kreatur, die Cordovan mit solch einer Leichtigkeit zerstört hat. Sie sah gut aus. Kommandantin Seelan, ich bin froh, dich gesund wiederzusehen. Und munter. Oh nein, Cordovan wurde zerstört. Nein, sie wurde beschädigt. Dann gehe ich zu ihrer Amme oder Tante. War die Kreatur wirklich so stark? Ja, war sie. Toll, dass ihr das geschafft habt. Viel Glück, Nora. Ehrlich gesagt, ich hatte mir vorgenommen, mindestens nur noch bis Level 50 zu gehen. Dass es jemanden gibt, der deine Stärke übertrifft. Aber ich wurde langsam ungeduldig, weil stundenlang leveln schlaucht schon ein bisschen. Tritt ein. Nicht mehr nötig, danke. Viel Glück bei eurer Mission. Welche Mission? Welche Mission? Ich bin so froh, dass dir nichts geschehen ist. Maid. Werde ich mich unter meinem Bett verstecken? Oh, Seelan, du bist endlich zurück. Ich war krank vor Sorge. Der König auch. Der war auch krank vor Sorge. Oder? Werde ich gleich erfahren. Kann ein einzelner Mann wirklich eine ganze Stadt zerstören? Ich könnte heulen. Unglaublich. Über welche Kräfte muss der Mann verfügen, der Cordovan zerstört hat? Es ist alles meine Schuld. Ich habe meine Fähigkeiten überschätzt. Das stimmt nicht. Wir müssen aber dennoch etwas gegen Gardes unternehmen. Mein König, mit deiner Erlaubnis werde ich mehr über Gardes herausfinden. Ich werde alleine gehen. Ich denke, wir sollten Tigers Hilfe nicht zu oft in Anspruch nehmen. Gibt es hier jemanden namens Guy? Leana. So hieß sie doch, oder? Leana. Ja, geh zurück nach Tumble. Aber Guy, das ist so stark. Ich kann euch jetzt nicht im Stich lassen. Leana braucht dich jetzt. Mehr denn je. Geh und stehe bei. Das stimmt aber.
Mach dir keine Sorgen um uns. Ich kenne jemanden, der uns helfen wird. Du meinst, kann es wirklich? Mein König, ich bitte euch um Seelenshilfe. Wir helfen ihr auch, mehr über Gades herauszufinden. Das klingt wirklich gut. Bist du damit einverstanden, Seele? Ja, mein König. Ich beauftrage dich hiermit. Und Tiger auch, wenn er schon mal dabei ist. Mehr über dieses ominöse Gades herauszufinden. Dieses. Verstanden, mein König. Mit deiner Erlaubnis werden wir nun gehen. Ach ja, diese Sache mit den Befehlen, oder? Nachdem wir Guy verabschiedet haben. Ich hoffe, dass Lerne gesund wird. Meine Schwester ist stark. Sie wird nicht aufgeben. Außerdem ist Jessie bei ihr, meine Freundin. Ich weiß. Woher weißt du das? Also haltet die Ohren steif. Ich bin bald wieder zurück. Wir werden schon auf uns Acht geben. Ich weiß. Also, bis bald. Lerner wird doch wieder gesund, oder? Natürlich. Tiger? Bevor wir gehen, möchte ich die Wahrheit von dir hören, Zähler. Die Wahrheit? Kommst du mit uns, weil der König dich darum gebeten hat? Das hat etwas mit Ehre und Stolz zu tun. Du meinst, du kannst Gades besiegen? Seine Kraft ist gewaltig, aber wenn ich ihm mit meinem gezückten Schwert gegenüberstehe, dann... Du denkst doch das Gleiche, oder? Ja. Das habe ich mir gedacht. Deshalb möchte ich dich begleiten. Traust du mir jetzt eigentlich? Ja. Aber noch nicht hundertprozentig. Wow, du bist ein ganz schön harter Brocken. Lass uns aufbrechen. Und dein Matthias hat überhaupt keinen Text. Fühlt sich wie das fünfte Rad am Wagen. Lass uns nun durch den Turm nach Mineas gehen. Die Barriere im Turm sollte nun abgebaut sein. Nachdem ich hier nochmal mit geredet habe. Es ist eine kleine, wunderschöne Stadt, Mineas. Soll Gades doch kommen. Ich werde nicht reinlassen. Nobel, sehr lobenswert. Mein lieber Tiger, dein Mut ist wahrhaft unbeschreiblich. Ihr müsst jetzt wohl gehen. Calm down, schon wieder weg. Kehr aber bitte wieder zurück und zwar gesund, wenn es möglich ist und keine Umstände bereitet. Ziehst du in die Schlacht, um Gades zu besiegen? Viel Glück. Glück brauchen nur Leute, die nichts können. Viel Glück, Cypher. Final Fantasy 8. Willst du uns wirklich verlassen, Seelan? Kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? So wenig. Sonst noch irgendwelche Sonderwünsche. Und kehre siegreich wieder. Kehre mit deinem Schild zurück oder auf ihn. Ich hoffe, du wirst es schaffen. Ich bin ein Schwächling. Ich möchte eines Tages so weit wie du. Kenn ich schon. Ich werde gut auf das Schloss, den König und die Menschen aufpassen. Sei unbesorgt. Gehst du weit weg? Ja, um die Stadt und die Menschen zu retten. Ich werde dich lange nicht mehr sehen, oder? Das ist schon okay. Ich werde auch nicht weinen. Du bist ein braves Mädchen. Ich wünsche dir viel Glück. Du kleiner Bursche.
richtiger Krieger. Sprichst du immer noch nur vom Garten? Nein. Sie wünschen uns eine gute Reise. Doch nehmt euch vor den Monster in Acht. Nein, was habe ich getan? Ich sage heute nichts mehr. Macht euer Mist doch selber. Gut. Ich muss echt mal die Steuerung wechseln. Ich würde gerne Zauber benutzen. Und zwar Warp. Nach Tanbel. Bevor ich weiterziehe. Möchte mal Guy Hallo sagen. Ist das hier? Du bist doch Jesse, oder? Deutlich schlechter. Ja, okay, wenn ich schon mal da bin. Ist wahrscheinlich nicht nötig, aber... So. Servus! Sie ist noch nicht wieder ganz fit. Ich bleibe noch etwas bei ihr. Ich hole dich sicher wieder ein, also vergiss mich nicht, Partner. Hier ist dein Haus. Was hast du zu sagen? Danke. Hatte ich noch nicht gewusst. Dann gehe ich mal dieses Clemente suchen. Dann werde ich kurz noch abspeichern. Und diese Folge hier sichern. ...1,2 Millionen, fast 1,3.